Ist das ein Troll, dass man hier rein muss? Ist das ein Troll, dass man hier rein muss? Das wäre verrückt. Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zur zweiten Troll-Map für Povrot TV. Das finde ich ganz interessant, denn ich habe euch immer gesagt, hey, schickt mir doch unter business@povrottv.de eure ersten selbstgebauten Maps. Und inzwischen ist es soweit, dass die Leute mir auch schon ihre zweiten schicken. Es ist jetzt die, ja, zweite selbstgebaute Map. Und es, ja, es verspricht, wie der Name sagt, eine Trollmap zu werden. Ich finde auch das erste Element hier gleich schon trollig. Und ich freue mich, dass ich jetzt mit dem T20 unterwegs sein darf. Denn wir hatten in der letzten Zeit Motorräder, Blazing Aqua, alles mögliche verschiedene. Aber nicht unbedingt T20. Und ich liebe den T20 vom Fahrverhalten über alles. Und jetzt gucken wir doch mal. Ich habe es gerade gesehen, also hier nicht zu schnell. Nicht zu schnell, mein Junge. Zwar nicht zu schnell, aber ein bisschen weiter nach rechts ziehen. Ah, fast. Okay, jetzt haut's hin, pass auf. Es ist einfach nur Konzentration. Wo geht's jetzt hin? Hier, okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die erste Trollmap war. Aber auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Ideen. Das Coole ist auch immer, wenn ihr halt diese Maps baut, ich hole mir da auch immer selber Ideen für meine eigenen. Hol mir ein bisschen Inspiration. Ihr könnt auch gerne jetzt hier in die Bewertung, in die Beschreibung eine Bewertung schreiben. Das heißt, wie gewohnt, 1 von 10 wäre eine sehr schlechte Map. 10 von 10 wäre eine perfekte Map, wo ihr sagt, hey, da passt alles. Aber was ich schon mal sehe, ist, es wurden nur rote Elemente verbaut. Eigentlich ist es kein Hauptkriterium, aber für eine perfekte Map finde ich, dass man farblich das immer auch ein bisschen nochmal anders abstimmen kann. Wo ist der Checkpoint gewesen? Nochmal, wo lande ich denn jetzt überhaupt? Wo muss ich nochmal starten? Okay, vor der Röhre. Ist das ein Troll, dass man hier rein muss? Ist das ein Troll, dass man hier rein muss? Das wäre verrückt. Das wäre richtig verrückt. Ich versuch's einfach mal. Ich habe gerade nämlich keine Ahnung, wo der Checkpoint ist. Aber es wäre so krass, wenn sich herausstellen würde, ich fahre richtig. Ich glaube nicht, dass ich richtig gefahren bin. Eventuell war das ein Troll, dass ich dachte, es ist ein Troll. Okay, nehmen wir nochmal ganz normal jetzt die Röhre, soweit es geht. Und am Ende halten wir mal kurz an und verschaffen uns mal einen Überblick. Zwei Runden sind eingestellt. Es ist aber auch eine relativ kurze Map mit 1,99 Kilometern. Aber das muss niemals was heißen. Es gibt auch super kurze Maps, die dann auch auf einmal ihre 20, 30 Minuten nur eine Runde dauern. Ja, lol. Ich bin einfach dran vorbeigeflogen. Ich hätte den anderen Troll aber mega gut gefunden. Wisst ihr, wenn man tatsächlich in die andere Röhre hätte müssen. Okay, das ist. Okay, das ist gut. Und jetzt, wo willst du mich hinhaben? Da oben? Er hat sich schon was einfallen lassen, auf jeden Fall. Ich denke mal da oben, ne? Hier sind wir. Ah, das ist das, wo wir von Anfang an waren. Ah, entweder ist jetzt wieder kompletter Schmarrn, was ich hier denke, oder? Ne, es passt. Ich hab dich, mein Junge. Ich hab dich durchschaut. Psychologe Povrot. Tatsächlich wollte ich mal Psychologie studieren. Würde ich aber zeitlich nicht schaffen. Ich müsste mit YouTube aufhören, dann würde ich es schaffen, noch Psychologie zu studieren. Ich arbeite ja noch als Fitnesstrainer. Ich habe das ja auch studiert. Das würde sich sogar gut vereinen.
dass man sagt, hey, körperlich, also habe ich auch das Wissen und auch die Theorie und die Praxis, also beides kenne ich gut. Und das jetzt noch mit einem gesunden Geist zu kombinieren, stay positive, den Leuten zu helfen. Oh, was ist... Oh, eines meiner... Das ist doch hier eines meiner Lieblingselemente. Aus einer Spirale, in eine Spirale, mit einem Loch, in einen Wall. Oh ja. Und die dann als Wallride nutzen. Das ist eines der coolsten Sachen, die ich tatsächlich auch von euch gelernt habe. Ja, wunderbar. Mal gucken, ob... Natürlich ist da die Lücke, Tomek. Aber mal gucken, ob er da oben noch einen Troll eingebaut hat. Das heißt, rotierende Tore oder sowas. Das kann man easy machen. Vor allen Dingen kann man es wirklich leicht machen mit dem T20. Jetzt bin ich gespannt. Aha, aha, da war schon eine Lücke. Oh oh. Mit Speed oder was? Was willst du von mir, Junge? Was willst du? Nice, nächster Checkpoint. Und, wo will er mich... Wo will er mich jetzt denn haben? Ey, krass, das ist die erste Runde. Mal gucken, wie schnell die zweite dann geht. Die erste ist ja immer... Die erste ist immer ein bisschen gucken. Okay, jetzt aber. Wo willst du mich hinhaben, Junge? Wo ist der... Okay, vermutlich hier lang. Wäre aber wieder ein geiler Troll, wenn es links lang ginge. Also man hätte hier noch ein paar mehr Trolls einbauen können, dafür, dass es Povolts Troll-Map heißt. Ist aber insgesamt gelungen. Also gefällt mir gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin, du kleiner Troll? Irgendwo da ist der Checkpoint. Ich lasse mich einfach erstmal fallen. Ah, da ist er sogar unten. Please. Sag mir nicht, das ist jetzt eine Runde geschafft. Ey, ich habe das Ding... Doch, das ist eine Runde geschafft. Hier jetzt, oder? Jo, Runde Nummer 2. Also eins muss ich aber wirklich sagen, ich habe richtig Spaß an der Map. Und das ist schon mal viel wert. Jetzt versuchen wir das Ganze aber mal ein bisschen schneller zu lösen als in 7 Minuten. Wir wissen ja, was auf uns zukommt. Und obwohl ich weiß, was da auf mich zukommt... Kriege ich es nicht gebacken. Das sollte ein schöner First Try werden. Würde es ein Second First Try? der Tomek'sche Second First Try. Und da ist er. Und da ist er, Baby. Und der nächste Checkpoint. Ich wollte einfach mit mehr Gas, dass er mir den Checkpoint gibt und ich direkt dort respawnen kann. Das hätte mich... ein bisschen nach vorne gebracht von der Zeit. Stattdessen habe ich aber Zeit verloren. Sekunden verloren. Wie schnell schaffen wir die zweite Runde? Die erste war... wie lange war die? 7 Minuten ungefähr. Map, Link natürlich in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne runterladen, die Map. Und sie selber spielen. Mit Freunden, mit Verwandten, mit Bekannten. Oder solo, so wie ich es jetzt gerade mache. Ich habe letztens viel gespielt mit den Usos, mit Toxic... mit Kev, die Challenges. Und ich dachte mir einfach, 2 gechillte Maps für Papi. Zack. Also es geht auf jeden Fall alles schon mal besser als gerade eben. Das steht fest. Es geht schneller, es geht entspannter. Na, wo war der Fehler? Hier war der Fehler, okay. Ich glaube, hier hat auch jemand echt alle Elemente verbaut. Alle 150 Elements. Also trollig auf jeden Fall, aber es könnte noch trolliger. Für meinen Geschmack könnte es... Ah, könnte es auf jeden Fall noch trolliger. Also zum Beispiel Trollschild fehlt. Wenn du eine Trollmap baust, egal wer von euch da draußen,
und sie mir schickst, dann muss da ein Trollschild drin sein. Das gehört einfach total dazu. So, wo ist die Lücke? Oh mein Gott! Und das, obwohl ich es wusste, bin ich zu steil gefahren. Also normalerweise kannst du mit dem T20, musst du nicht mal so steil fahren. Ich dachte aber auch ehrlich gesagt, dass es immer noch reicht. Und jetzt hoch. So, wo ist die Lücke? Und wir sind durch. Jetzt kommen gleich die Beschleuniger. Yes. Der Troll hier links, das wäre so geil. Aber tatsächlich, ich fahre ganz entspannt, so wie es vorgegeben hat. Man sieht, dass er hier viele verschiedene kleine Platten eingebaut hat. Und genau deshalb glaube ich auch, dass wirklich diese 150 Elemente verbaut sind. Und runter, ne? Runter? Ja. Runter und wir sind am Ziel. Also wahnsinniger Unterschied. Erste Runde hat 7 Minuten gedauert, die zweite in 4 Minuten. Und da ist es! Puh, schöne Map, zweite Map. Ich denke, da kann man immer noch mehr daraus machen. Also wie gesagt, Trollschild, man kann noch ein paar schwere Sachen. Man kann zum Beispiel, wenn du denkst, du musst nach rechts, bau doch einfach mal einen Weg nach links oder so. Das mag ich immer gerne, auch wenn es dann halt mich verarscht. Aber ich finde sowas einfach lustig. Geht ja so Spaß machen. Diese Trollmaps, die müssen einfach auch Elemente haben, ja, wo du dich genutzt fühlst. Es ist einfach so. Und ich finde es cool. Ich finde die Map auch cool. Ich gebe ihr eine 6,5 von 10 bis 7 von 10 ungefähr. Was ist eure Bewertung? Schreibt es in die Comments. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Freunde.